Hallo und willkommen zur zweiten Folge der Präpositionen im Deutschen. Dieses Mal sehen wir die Beispiele von Präpositionen mit Akkusativ. Und los geht's! Also meine Lieben, jetzt haben wir die zweite Folge der Präpositionen bzw. Präpositionen mit Akkusativ. Ihr habt gesehen, bei der Folge 1 haben wir die Präpositionen mit Dativ erklärt und die Beispiele gezeigt. Jetzt haben wir bei der zweiten Folge die Präposition mit Akkusativ. Okay. Die erste Präposition, die wir vor uns haben, ist die Präposition durch. Ich habe versucht, möglichst die alltäglichen Beispiele hier aufzuschreiben, damit ihr auch möglichst alle Beispiele sehen könnt. Okay. Gut, jetzt lesen wir Beispiel 1. Der EC oder Zug fährt durch den Tunnel statt. Okay, durch zeigt wie ein Gang zum Beispiel. Wir haben so einen Tunnel, wir haben eine Brücke, sowas. Wenn wir durch den Gang oder durch den Tunnel gehen, dann sollen wir die Präposition durch nutzen. Ja, genau, sie gingen durch die Tür. Ja, wir haben eine große Tür oder Tor. Brandenburger Tor oder Tür, die wir zu Hause haben, wenn wir durchgehen möchten, geht es anders nicht. Ne? Wir haben keine andere Möglichkeit, in die andere Seite zu gehen. Deswegen müssen wir diese durchnutzen. Okay? Gut. Jetzt haben wir das zweite Beispiel. Durch das Fernglas könnte man die Berge blicken. Ja? Wir haben ein Fernglas. Ne? Wir könnten mit unseren beiden Augen durch das Fernglas die weit weg blicken, ja, das heißt die Berge sehen, die zum Beispiel Landschaft sehen und so weiter. Das Licht dringt durch die Vorhänge, ja, wir haben einen Vorhang zu Hause oder viele Vorhänge, die haben Löcher in sich und wir können durch diese Löcher die Sonne oder das Licht der Sonne sehr gut sehen. Manchmal das Licht stört unsere Augen. Ja? Dringt heißt hier, kommt rein. Ne? Der Bach fließt durch das Tal. Ne? Tal ist so ein Ding. Ja, wenn wir zum Beispiel in beide Seiten solche Berge haben und inzwischen gibt es so ein Tal in U-Form und der Bach fließt durch das Tal. Ne? Wir haben so eine kleiner Bach, ne? Ein kleiner Wassergang, ne? Fließt durch das Tal. Ich habe sie durch meinen Freund kennengelernt. Ne? Durch manchmal sieht uns oder zeigt uns ein Mittel. Ja? Das heißt, mittels das und das habe ich das gemacht. Ne? Und hier zum Beispiel, ich habe die Frau durch meinen Freund kennengelernt. Ne? Zum Beispiel, mein Freund hat mir geholfen, die Frau kennenzulernen. Ich schicke Ihnen das Buch durch einen Postbote. Ne? Hier ist Postbote, derjenige, die uns die Briefe vorbeibringt, ist auch ein Mittel. Ja? Eine Brücke, sagt man auch. Die Info muss man durch Funk bekannt geben. Ja, durch den Funk oder so. Okay, Funk oder Radio oder wir haben auch militärisches Funk. Durch das können wir eine Info bekannt geben. Ne? Alle hören gleichzeitig Radio, deswegen können wir durch das die Infos bekannt geben. Durch anstrengende Arbeit ist er krank geworden. Ja? Hier zeigt durch zum Beispiel anhand, könnten wir auch das übersetzen, ne? Mit anstrengender Arbeit ist krank geworden, ne? Könnten wir so auch sagen. Das Amerika wurde durch Kolumbus entdeckt. Ne? Kolumbus ist ja auch ein Mittel. Ne? Wer hat das Amerika entdeckt? Kolumbus. Ne? Die Fabrik wurde durch einen Brand vernichtet. Womit? Durch einen Brand, ja? Oder damit. Okay, gut.
habt ihr gesehen, dass durch hat verschiedene Funktionen, kann man in verschiedenen Kontexten die verwenden. Deswegen haben wir diese Achtungsschild hier gezeigt. Okay, jetzt haben wir die Präposition um. Um ist relativ einfach, deswegen haben wir das Schild nicht mehr und haben wir wenig Beispiele. Wir sind um die ganze Stadt herumgefahren. Nee, um zeigt wie eine Uhr. Ja? Uhr ist rund wie ein Kreis und deswegen um zeigt auch um die Stadt, rund um die Stadt. Ja? Sehr gut. Die Erde dreht sich um die Sonne und um sich selbst. Ja? Wenn wir Tag und Nacht haben, weil die Erde dreht sich, ja, in 24 Stunden. Eine Kette um den Hals haben. Ne? Wir haben unseren Hals in eine Rundform, ja. Deswegen nutzen wir hier um. Sie hat schwarze Ringe um die Augen. Ne? Einige haben schwarze Ringe um die Augen, weil sie zum Beispiel einige Krankheiten haben oder eine Erkrankung haben, ne? Zum Beispiel sie haben wenig Blut oder sie haben also ihr Körper mangelt an Eisen vielleicht und so weiter oder einige Vitamine. Die Familie sitzt um den Tisch, ne? Wir haben einen runden Tisch, und alle sitzen um den Tisch. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, ja? Genau, um nutzt man auch für die Uhrzeiten. Okay, gehen wir weiter. Jetzt haben wir für. Nochmal haben wir diese Tafel oder Achtungsschild, weil wir für die Präposition für viele Beispiele und verschiedene Kontexte haben. Er arbeitet für den Betrieb, für die Firma, für eine Person, für eine Frau und so weiter. Sie wollte das Beste für ihre Kinder. Ja? Diese Medizin ist gut für den Husten. Ja? Die Arbeiter streiken oder demonstrieren für höhere Löhne. Warum? Für. Man lernt nicht für die Prüfung, sondern fürs Leben. Ja? Weswegen, warum und dann die Antwort ist für einen Bericht für den Direktor zu schreiben. Ja, er hat das Auto für 5000 Euro gekauft. Sie warteten Tag für Tag auf eine Nachricht. Ja? Tag zu Tag, Nacht für Nacht, Jahr für Jahr, Monat für Monat. Dann können wir andere temporale Adverbien auch dazu nutzen. Für einen Ausländer spricht er sehr gut Deutsch. Ne, hier kann man für als anstatt als auch als ein Ausländer oder für einen Ausländer, das bedeutet, jetzt hat die Figur eines Ausländers und aus dieser Sicht spricht er sehr gut Deutsch. Ja. Okay. Gehen wir weiter. Ohne. Ja? Ohne bedeutet, wenn wir was aus der Liste rausbringen. Ne? Regenmäntel mit oder ohne Kapuze. Kapuze ist wie eine Kappe, wenn wir zusammen mit dem Mantel genäht haben. Ja? Oder mit einer Bluse und so weiter. Er kann ohne sie nicht leben. Ne? Wenn jemand oder etwas weg ist, dann sagen wir ohne. Ich bin zurzeit ohne Geld, ohne einen Cent. Ja? Das Zimmer kostet ohne Heizung 70 Euro. Sie fährt ins Ausland, ohne die fremde Sprache gelernt zu haben. Ohne zu überlegen, stellt er viele unnötige Fragen. Ja? Es gibt keine Sprache ohne Ausnahme. Es ist ohne Appetit. Er ist ohne Appetit. Ja? So. Das heißt, er hat keinen Appetit. Ne? Okay. Jetzt haben wir gegen und wir haben unsere Achtungs,
Schild nochmal hier und hier habe ich auch wieder geschrieben. Weil manchmal könnte wieder auch die Funktion von gegen auch spielen, ja? Oder könnte man die beide in einem Satz nutzen, entweder oder, ja? Okay, er stand mit dem Rücken gegen das Licht, ja? Wir haben von einer Seite einerseits das Licht, andererseits die Person. Die Person spricht mit mir und von der hinteren Seite leuchtet das Licht. Ne? Das ist gegen. Okay. Nicht face to face, ja? Sie wirft etwas gegen die Wand, ja? Zum Beispiel, das ist bei Physik, wenn wir was schlagen, haben wir so viel Schmerzen. Und das sagt man, eine Aktion hat immer eine Reaktion. Und das ist auch so. Man wirft einen Ball oder etwas gegen die Wand. Ja, und wie kommt man das zurück? Er hat einen Verstoß gegen das Gesetz. Ne? Zum Beispiel, für bedeutet positiv, gegen bedeutet negativ. Das bedeutet, was Gesetz sagt. Haben wir das nicht gemacht, sondern gegen das Gesetz haben wir was in Anspruch genommen. Gegen ihn liegt bei der Polizei oder weiß ich nicht, bei dem Gericht eine Anzeige vor. Ja, das bedeutet etwas Negatives gegen ihn, nicht zum Beispiel für, sondern gegen. Die Mannschaft hat mit 2-0 Toren gegen die ungarische Mannschaft gewonnen. Ja, zwei Mannschaften spielen gegeneinander und einer von denen gewinnen das Spiel. Und in dem Fall sagen wir, das und das hat gegen das, diese Mannschaft gewonnen. Okay? Das Geschäft ist gegen Diebstahl versichert. Ja? Das bedeutet, man kann nicht zum Beispiel was von der Geschäft oder von dem Laden stehlen, ja? Genau, das sichert gegen, ja? Okay, gegen 4 Uhr sah ich ihn im Café. Gegen könnte man auch für die Uhrzeiten nutzen, zum Beispiel heiß wie fast, ja? Gegen gestern ist es heute kalt. Könnten wir die Präposition gegen auch für Vergleichssachen nutzen, ne? Zum Beispiel gestern war ein bisschen wärmer als heute und deswegen sagen wir gestern, gegen gestern ist heute kalt, ja? Zum Beispiel gestern hatten wir 20 Grad, heute haben wir 5 Grad. Das Medikament gibt es nur gegen Rezept, ja? Gegen könnten wir auch für umtauschen oder wechseln nutzen, ne? Zum Beispiel, wir geben das Rezept und bekommen das Medikament. Ne? Ohne das geht den anderen nicht. Okay? Deswegen nutzen wir hier oder verwenden wir die Präposition gegen. Ja? Zum Beispiel gegen das Geld habe ich zum Beispiel das Handy gekauft. Man kann das teure Auto nur gegen zum Beispiel 1 Million Euro kaufen. So. Es waren gegen 40 Kinder in der Klasse. Wie wir zum Beispiel hier gesehen haben, gegen wird ungefähr, fast, ja, zum Beispiel, wir haben nicht 1:1 gezählt, sondern sagen wir ungefähr, ja, oder gegen, fast, ja, gut. Okay, jetzt haben wir Präposition mit Akkusativ nochmal haben wir die Präposition bis, ja. Wir bleiben bis nächsten kommenden Sonntag, ja. Wenn wir einem, wenn wir einen ein Zeitfenster haben, zum Beispiel von ist Anfang bis ist Ende, ja. Zum Beispiel bis Montag, bis heute Abend, bis morgen, bis übermorgen und so weiter, ja. Und jetzt haben wir hier diese Temporaladverb, ne? Bis nächsten oder kommenden Sonntag. Es sind nur noch 10 Minuten bis 7, ja? Genau.
wenn wir eine bestimmte Zeit haben und sagen wir, aha, um 7 geht es los und aha, jetzt haben wir bis 7, zum Beispiel 10 Minuten. Okay? Der Film ist für Jugendliche bis zu 16 Jahren nicht zugelassen. Ne? Bis manchmal auch seit Grenze, ja? Altergrenze oder bei anderen Kontexten können wir auch anders das deuten, aber jetzt bis zeigt die Grenze für die Alter der Jugendlichen, ne? Zum Beispiel bis 16 oder ab 16 ist Anfang, bis 16 ist Ende, ja? Zum Beispiel. Der Zug fährt nicht bis Rom, sondern nur bis München, ja? Zum Beispiel bis es manchmal auch Ende einer Strecke oder Ende eines Plans, ne? Zum Beispiel der Zug plant zum Beispiel von Berlin nach München, okay, ab Berlin bis München, okay. Das Kino war bis auf den letzten Platz ausverkauft, ne? Das hier, das Kino heißt die Tickets von Kino, ja, des Kinos. Bis auf den, das wird bis es, bis zum Beispiel, bis man alles verkauft habe. Ne? Ihr seht auch bei den Geschäften, ne? Zum Beispiel Öffnungszeiten von 7 bis 8. Das wird 8 ist das Ende der Geschäft, ja, zum Beispiel. Verkaufen nichts mehr. Wir können nicht nach Hause gehen, bis die Arbeit fertig ist, ja? Okay, hier haben wir auch zum Beispiel ein Projekt, eine Arbeit. Wir müssen das bis Ende machen, deswegen müssen wir hier bis. Ich kann die Auskunft erst geben, bis der Chef zurück ist, ja? Zum Beispiel, Chef hat einen Urlaub, das ist Anfang. Ab Urlaub des Chefes bis er zurückkommt. Bis zum Beispiel, wenn er zurückkommt oder Ende des Plans. Entlang. Okay. Entlang ist ein bisschen umstritten, weil die Präposition man gleichzeitig oder sowohl bei Akkusativ als auch bei Genitiv und Dativ nutzen kann. Aber wie? Ich habe hier drei Regeln in der drei verschiedenen Farben zum Beispiel geschrieben. Wenn wir erst Nomen haben, dann die Präposition, sagt man auch nachgestellt, dann hat man Akkusativ. Zum Beispiel hier erstmal die Nomen, dann entlang. Deswegen Akkusativ. Ne? Sie fährt den Fluss oder die Straße entlang. Wenn wir entlang haben, dann Nomen, sagt man auch vorangestellt, dann hat man den Fall Genitiv, ja. Deswegen, einige verwechseln sich zwischen Genitiv und Akkusativ bei der Präposition entlang. Sie wissen nicht, ist das Akkusativ oder Genitiv? Und in der Schweiz, die Präpositionen sind auch manchmal regional unterschieden. Nutzt man auch entlang mit Dativ, ja, zum Beispiel entlang der Straße und so weiter. Aber da wir hier nur Akkusativ haben, habe ich nur die nachgestellten Beispiele gebracht. Erstmal Name, dann Präposition, die ganze Straße, nochmal Name entlang, gestanden für Größe, alte Bäume. Den Rhein entlang stehen zahlreiche Burgen, ja, die Mauer entlang sieht man fabelhafte Blumen, ja. Wir gehen den Fußgängerweg entlang spazieren. Ne? Wir haben erstmal die Nomen und dann Präposition. Deswegen sagen wir nachgestellt, weil die Präpositionen danach gekommen sind. Okay, ich hoffe, dass ihr auch die Präpositionen mit Akkusativ gelernt habt und alles geschrieben habt. Für weitere Fragen könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf Ihre Kommentare und Daumen hoch. Am Ende kann ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bitte unsere Seiten auf YouTube, Facebook nicht vergessen. Ihr könnt einfach den QR-Code einscannen und
loslegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bitte Folge 3 nicht vergessen.